Community-Epilog. Eine neue Zukunft. Fandas Sicht. All der Schmerz schwand dahin. Als ich meine Augen öffnete, sah ich Dunkelheit. Hin und wieder erschien ein regenbogenfarbenes Licht, welches sich durch den Raum bewegte. Vor mir war ein riesiges Tor. Eine Stimme war zu hören. Sie wirkte mächtig und doch beruhigend. Du bist also wahrlich erschienen. Ich erwartete dich bereits, mein Junge. Ich war verwirrt darüber, wo ich war. Das Letzte, woran ich mich erinnern konnte, war mein Sturz. Im nächsten Moment war ich hier. Wo bin ich? Du, mein Junge, bist an einem Ort jenseits der Welten. Hier gibt es weder Raum noch Zeit. Es ist der Ort, den ein Pokémon bei seinem Tod erreicht. Also war ich erfolgreich, dachte ich. Irgendwie ist es ironisch. Einmal in meinem Leben habe ich Erfolg. Das Einzige, was ich schaffte, war es, mein Leben zu beenden. Was mich angeht, mein Name ist Arceus. Ich bin der Erschaffer und der Wächter über das Tor des Jenseits. Ich will ehrlich sein, ich hatte nie an Arceus geglaubt. Nach allem, was mir im Leben geschehen war, konnte es unmöglich einen Gott geben, so dachte ich. Wenn du wirklich ein Gott und Wächter bist, wieso hast du nichts getan? Wenn du der Erschaffer bist, wieso geschehen dann solche Dinge? Lüg mich nicht an. Wenn es einen Gott gäbe, wäre mein Leben ganz anders verlaufen. Manche würden wohl denken, ich wäre verrückt. Ein einziges Mal hatte ich die Chance, mit Gott selbst zu reden. Und ich beschimpfte ihn. Doch er wirkte nicht zornig. Es tut mir leid, was geschehen ist, mein Junge. Doch leider bin ich nicht mehr als der Wächter des Jenseits. Ich kann nicht tun, was ich möchte. Und außerdem, stelle dir eine Welt ohne Schmerz und ohne Böses vor. Wie könnten wir das Glück schätzen, wenn es nichts anderes gäbe? Doch ich versichere dir, manche haben mehr Glück, manche weniger. Doch niemand hat nur Pech. Niemand wird nur verletzt. Das stimmt. Ich hatte das Glück, jemand ganz Besonderen zu treffen. Und trotzdem hast du Unrecht. Das Leben wollte mir nur Hoffnung geben, um mir am Ende wieder alles zu nehmen. Das Leben half mir nur, um mich erneut zu verletzen. Esti hatte recht. Ich habe einen Fehler gemacht, als ich vertraute. Doch nicht anderen Pokémon, sondern dem Schicksal. Ich kann nur wiederholen, wie leid es mir tut. Doch auch du hast Fehler gemacht. Weißt du, weshalb jeder an diesen Ort gelangt? Woher sollte ich? Das war tatsächlich mein erstes Mal. Trotz meiner Genervtheit und meiner Wut blieb Arceus weiterhin ruhig. Nach dem Tod wird über jedes Pokémon gerichtet. Alles, was sie taten. Jede Entscheidung, die sie trafen. Ich werde sie beurteilen. Abhängig von meiner Entscheidung werden sie entweder den ewigen Frieden im Jenseits finden oder sie werden verflucht. Ihre Seelen werden im Void gefangen gehalten. Sie werden den Verlauf der Welt betrachten können. Müssen. Sie werden einsam in die Ewigkeit verbannt werden. Eine weitere Sache, an die ich nie geglaubt hatte. Das Gericht am Ende des Lebens. Ich wusste bereits, was geschehen musste. Ich wollte die Welt für immer verlassen, doch nun würde ich sie für immer beobachten müssen. Arceus spürte diese Angst sofort. Fürchte dich nicht, mein Junge. Ich sehe keinen Grund, dich zu bestrafen. Ich war überrascht. Wirklich. Trotz allem, was ich getan habe. Du hast dies bereits einmal gehört. Jedes Pokémon macht Fehler. Was wirklich wichtig ist, ist, dass wir lernen, sie zu bereuen. Natürlich erinnerte ich mich an diese Aussage. Es war, was Fate mir gesagt hatte, nachdem sie die Wahrheit über mich herausgefunden hatte. Du wurdest vom Leben verletzt und du hast Fehler gemacht. Doch wie dieses weise Mädchen dir einst sagte, es geht nicht immer um die Fehler, die man macht. Und du hast mehr erreicht, als du dir selber zugestehst. Ohne dich wäre die Welt nun zerstört. Ich werde dich nicht bestrafen. Im Gegenteil. Du bist nicht der Erste, den ich hier so treffe.
Hier durch derartige Gründe. Und diejenigen, die sich von Verzweiflung haben steuern lassen, ich kann ihnen eine zweite Chance geben. Wenn ich sehe, dass sie gute Pokémon sind, dann lasse ich ihnen eine Wahl. Auch du wirst diese Wahl treffen können. Tritt durch dieses Tor und lasse die Sterblichkeit ein für allemal hinter dir. Tritt ein in die Ewigkeit oder kehre zurück ins Leben. Wieso? Wieso sollte ich nun zurückkehren? Wenn ich mein Leben wollen würde, dann wäre ich jetzt nicht hier. Lass mich dir etwas erzählen, mein Junge. Du warst blind in deinem Zorn, in deiner Trauer, in deinem Schmerz. Denke noch einmal über dein Leben nach. Gibt es wirklich niemanden, der sich sorgt? Vor meinen Augen begann ich Bilder zu sehen. Bilder meines Lebens. Ich sah mich und Inferno, als wir endlich Frieden schlossen. Ich sah G an dem Tag, als ich zurückkehrte. Er saß nur dort, lächelte und erklärte mir, dass ich frei sei. Ich sah selbst Leute, die ich nur selten gesehen hatte. Metro Villages Ladenbesitzer, meine Nachbarn. Ich hatte mit keinem von ihnen je viel gesprochen. Doch war ich nicht irgendwo auch Teil ihres Lebens? Und denke auch an diejenigen, die du verloren hast. Was denkst du? Würden sie wollen, dass du stirbst? Ich drehte mich um etwas Elementares zu sehen. Hinter mir standen zwei transparente Figuren. Sie sahen aus wie Geister und schienen mich beide nicht zu bemerken. Sie sprachen miteinander, wobei beide todtraurig wirkten. Sie waren ein Vulpix und ein Nachtara. Das Vulpix sah schrecklich aus, als könnte es nicht fassen, was ihm zugestoßen war. Das Nachtara sah körperlich schwerer verletzt aus als innerlich. Sein Körper war voller Kratzer und Verletzungen. Was, wenn es zu spät ist? Das Vulpix war Fate. Wir können nicht mehr tun, als zu hoffen. Vielleicht, nur vielleicht gibt es doch noch Hoffnung. Even. Ich ging an die Stelle, an der die beiden standen. Als ich ihnen sehr nahe kam, konnte ich schwören, dass Even mich sah. Er drehte sich um, sah mir in die Augen und schüttelte den Kopf. Nein, das muss ich mir eingebildet haben. Es gab immer noch Pokémon, die sich um mich sorgten. Auch Fate und Even, auch wenn sie fort waren. Sie wollten, dass es mir gut ginge. Doch wenn ich mein Leben nun hinter mir lassen würde, mein Leid würde endlich enden. Vom Leben kam nie etwas Gutes. Und wenn ich nun das Tor durchschreiten würde, wäre ich wieder mit ihnen vereint. Wir wären wieder vereint. Ich würde mein Versprechen an Fate halten. Selbst der Tod würde uns nicht trennen. Bitte triff deine Entscheidung, mein Junge. Es war Zeit für eine letzte finale Entscheidung. Ein letzter Gedanke und es war entschieden. Seltsame Geräusche drangen mir in die Ohren. Sie waren das Erste, was ich bemerkte, als mein Bewusstsein langsam zurückkehrte. Die Schmerzen kehrten alle zurück. Doch dieses Mal eher in physischer als in psychischer Form. Ein letztes Mal hörte ich Arceus Stimme. So soll es sein. Ob diese Entscheidung die richtige war, wirst du nur selbst dir beantworten können. Doch manchmal lohnt es sich, auf das Schicksal zu vertrauen und du wirst Überraschungen erleben. Es zerrte bereits sehr an meinen Kräften, meine Augen zu öffnen. Ich lag in einer Art Krankenhausbett. Eine merkwürdige Maschine stand neben mir, die eindeutig die Quelle des Piepens war. Niemand sonst war hier. Ohne etwas anderes tun zu können, blieb ich liegen. Schon bald hörte ich, wie sich eine Tür öffnete. Eine Stimme ertönte, die ich bereits einmal gehört hatte. Damals, als wir nach Gavins Angriff hier waren, damit Fate versorgt werden konnte. Sie gehörte der Krankenschwester Shanera. Als sie den Ausschlag der Maschine betrachtete, wirkte sie überrascht. Wie ist es möglich? Sie setzte sich an die Bettkante und versuchte mit mir zu sprechen. Bist du wirklich wach, Fanda? Ich versuchte zu antworten, doch es kam nur ein trockenes Husten aus meiner Kehle. Diese Antwort reichte jedoch vollkommen. Unfassbar! Ich dachte, wir hätten dich verloren. Es ist ein Wunder. Also, du hast es vielleicht bemerkt, aber du bist gerade im Metro Village Krankenhaus.
Du bist seit 3 Wochen hier gewesen. Ich weiß zwar nicht, was passiert ist, aber du solltest dich ausruhen. In ein paar Tagen wird es dir besser gehen. Die nächsten Tage waren ziemlich langweilig. Ich tat nichts außer herumzulegen. Ich sah niemanden außer Shanera. Aber es ging mir besser. Ich war schwer verletzt, hatte aber schnell die nötige Energie zum Sprechen angesammelt. Mental war ich wieder voll im Leben. 6 oder 7 Tage später stellte Shanera mir eine Frage. Ich sehe, dass es dir bereits deutlich besser geht. Glaubst du, dass du ein paar Besucher empfangen kannst? Es gibt ein paar Leute, die dich sehen wollen. Vor allem natürlich dein Retter. Ich wurde gerettet? Ja, er hat dich hierher gebracht. Wenn das nicht geschehen wäre, wärst du längst tot gewesen, bevor wir dir hätten helfen können. Und auch ein paar andere Freunde wollen dich besuchen. Andere Freunde? Ein seltsamer Gedanke für mich. Aber noch wichtiger war, wer hatte mir mein Leben gerettet? Es gab nur eine Möglichkeit, diese Frage zu beantworten. Ja, ich denke, ich fühle mich dazu in der Lage. Das ist doch gut. Ich werde deinem Retter Bescheid geben, sodass er morgen hier zu Besuch kommen wird. Der nächste Tag kam schnell. Ich war wirklich gespannt zu sehen, wer mich gerettet hatte. Eine Idee hatte ich nicht. Wenn ich hätte raten müssen, hätte ich am ersten auf G getippt. Vermutlich hatte er mich am Strand gefunden oder etwas ähnliches. Aber wer es wirklich war, hätte ich nie erwartet. Und ich verstand nun, was Arceus mit Überraschung meinte. Gegen 11 Uhr vormittags öffnete sich vorsichtig die Tür. Fanda, darf ich reinkommen? Die Stimme war tiefer, als ich sie gewohnt war, aber trotzdem erkannte ich sie sofort. Even, bist das wirklich du? Das prächtige Nachtara schritt in den Raum. Natürlich, wer sollte ich sonst sein? Du hast mir wirklich einen Schrecken eingejagt. Ich dachte schon, du wärst tot. Ja, was soll ich dir denn sagen? Dasselbe dachte ich über dich. Ich habe deinen toten Körper gesehen. Mit meinen eigenen Augen. Nein, du hast gesehen, was Tyrant sehen sollte. Fanda, ich habe alles gegeben, aber ich bin nicht lebensmüde. Ich habe nach meiner Entwicklung weiter angekämpft, bis auf einmal die Finsternis am Himmel verschwand. Ich wusste, ich hatte euch genug Zeit verschafft. Und deshalb nutzte ich einen Delegator, damit ich fliehen konnte. Tyrant hatte mir einige Andenken verpasst, weshalb ich relativ bald zusammenbrach. Ein Pokémon aus einem nahen Dorf fand mich und half mir. Als ich wieder gesund war, reiste ich wieder nach Metro Village. Und kaum traf ich am Strand ein, sah ich dich dort liegen. Even war nie tot gewesen. Mein Freund war am Leben. Und ich war es auch. Eine sehr lange Zeit später. Und so war es damals. Ich konnte mich selber entscheiden, ob ich ins Leben zurückkehren würde oder nicht. Even und ich saßen gemeinsam am großen Hügel im Dorf. Im Verlauf der Jahre waren wir beide ins kleine und idyllische Dorf Silberdorf gezogen. Zum ersten Mal erzählte ich ihm nun, wie ich damals wirklich überlebt hatte. Arceus selbst gab dir also eine neue Chance? Glaubst du, dass du damals die richtige Entscheidung getroffen hast? Ich blickte hinauf in den Sternhimmel. Ein Stern leuchtete besonders hell. Ich war mir immer sicher gewesen. Dieser Stern war Fate. Ich hatte sie nie vergessen können. Und häufig plagten mich meine Erinnerungen. Regelmäßig hatte ich mentale Zusammenbrüche. Was damals geschehen war, konnte nicht mehr heilen. Meine Psyche war für immer geschädigt. Aber es war okay. Ich hatte Pokémon, die mir zur Seite standen. Ich konnte ein neues Leben beginnen, umkrempeln, was damals falsch gelaufen war. Ich hörte kleine Pfoten, die den Hügel hinter uns hochtappten. Ein kleines Evoli, das ich mehr als genug kannte. Kannst du mir noch eine Geschichte zum Einschlafen erzählen? Die von dem Dämon? Ihr könnt euch vielleicht denken, dass dieses Evoli Evens Tochter war. Und es wäre falsch. Even hatte zwar eine Freundin gefunden, war jedoch nicht verheiratet und hatte keine Kinder. In Silberdorf hatte auch ich es geschafft, wieder zu lieben. Auch meine Lebenspartnerin folgte unserer kleinen Tochter. Sie will die Geschichte schon wieder hören. Tust dir den Gefallen, Schatz? Unsere kleine Tochter sah mich mit großen Hundeaugen an.
Bereits mehr als 20 Mal hatte ich ihr von meinen Abenteuern erzählt. Doch sie bekam nie genug davon. Gib mir noch ein paar Minuten, ja. Ich bin gleich bei dir, Prim. Prim, kurz für Primrose, war der Name meiner Tochter. Freude küpfte sie den Hügel hinab zu unserem Haus. Ich kam noch einmal auf Evens Frage zu sprechen. Ich denke nicht, dass es damals die falsche Entscheidung gewesen wäre, das Leben hinter mir zu lassen. Doch auch nicht die richtige. Ich habe das Leben gewählt und Glück gefunden. Ich spürte, wie sich jemand an meiner Seite schmiegte. Amy, meine Geliebte. Wir hatten uns bei meiner ersten Reise nach Silberdorf kennengelernt, traten in Kontakt. Bald darauf zog ich hierher. Und irgendwann heirateten wir. Ich bin auf jeden Fall froh, dass du dich so entschieden hast. Wir sind alle für dich da, das weißt du. Nie war sie eifersüchtig oder wütend geworden, wenn ich von Fate redete. Sie verstand mich wirklich. Sie stand mir immer zur Seite, mit meinen Fehlern und meinen guten Seiten. Ich war wirklich glücklich, dass ich sie kennenlernen durfte. Mein Leben hatte sich gut entwickelt. Seit meiner Rückkehr fühlte ich, dass meine Tage der ewigen Trauer gezählt waren. Und ich bin froh, dich gefunden zu haben. Ich stand auf. Ich sollte mich aufmachen. Ich will Prim nicht warten lassen. Wir sehen uns morgen, Even. Ich ging den Hügel hinunter, zu einer kleinen Hütte. Sie war nicht groß, aber gemütlich. Und sie bot genug Platz für unsere kleine Familie. Meine Tochter wartete schon in ihrem Kinderzimmer auf mich. Sie war noch sehr jung. Vor rund 2 Jahren war sie geschlüpft. Es war ein wunderschöner Tag. Und seitdem war sie jeden Tag aufs Neue ein Sonnenschein in meinem Leben. Ein Leben, in dem die Sonne nun nichts Ungewohntes mehr war. Ich wusste nun, wie sich Glück wirklich anfühlte. Fate hatte mir vieles beigebracht. Sie zeigte mir, was Liebe ist. Sie zeigte mir, was ich erreichen könnte. Ich würde sie immer im Herzen bei mir tragen. Nun, dann lass uns anfangen, Kleine. Also, es begann alles an einem sonnigen Tag, vor mehr als 10 Jahren. Ende.